Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Marktplatz von Leipzig und herzlich willkommen zum Bachfest Leipzig 2014. Sie hören heute hier auf der Bühne das Leipzig-Orchester mit unserem Programm Bach in Jazz und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Er war vorhin auch zu hören beim Eröffnungskonzert in der Thomaskirche hier gegenüber. Jetzt auf dieser Bühne begrüßen Sie ganz herzlich den Tenor-Kammersänger Martin Petzold. Thank you.
Christentum ist leider schlecht bestellt. Die meisten Christen in der Welt sind launische Laodizäer und aufgeblasene Pharisäer, die sich von außen fromm bezeigen und wie ein Schilf den Kopf zur Erde beugen. Im Herzen aber steckt ein stolzer Eigenruhm. Sie gehen zwar in Gottes Haus und tun dabei die äußerlichen Pflichten, macht aber dies wohl einen Christen aus. Nein, Heuchler können es auch verrichten. Thank you.
meine Damen und Herren. So ein moderner Text aus den Zeiten von Johann Sebastian Bach um 1730, der könnte heute zur aktuellen Politik passen, was wir ertragen müssen durch die Medien, was uns immer wieder vorgesetzt wird. Aber das ist nicht das Thema des heutigen Abends. Jetzt hören Sie aus einer Kantate, die zu meinen Lieblingskantaten gehört, nämlich Bachwerkverzeichnis 21, zwei Arien und ein Rezitativ. Diese Kantate heißt Ich hatte viel Bekümmernis. Da liegt für mich die Betonung auf hatte. Es ist ein ganz bewegender Text und ich kann nur alle ermuntern, immer wieder auch in die Thomaskirche zu kommen, da, wo der weltberühmte Thomanerchor singt und das Gewandhausorchester spielt und an vielen anderen Orten in Leipzig auch. Bach ist ein Garant für Hoffnung, für Zuversicht und für Trost. In diesem Sinne wollen wir auch jetzt diese Stücke Ihnen singen. Kennst du nicht dein Kind? Ach, hörst du nicht das Klagen von denen, die hier sind, mit Bund und Treu verwandt? Du Lust und bist mir grausam vor.
Wellen mich versehen, Tod und Wellen mich versehen, mich versehen. Und ich trüg das alle mir, wie mir Geist und Leben schwächt. Steht bei dir.
dich Seele, erfreue dich Herze, entweichen und Kummer, verschwinden und Schmerze, entweichen und Kummer, verschwinden und Schmerze, entweichen und Kummer, verschwinden und Schmerze. Martin Petzold. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt mal ganz ehrlich. Wer hat morgen 17 Uhr noch nichts vor? Der hebe mal die Hand. So wenig? Morgen 17 Uhr. Da findet fast das Gleiche, nur nicht mit dem wunderbaren Orchester, sondern mit dem Stefan-König-Trio in der Nathanael-Kirche am Lindenauer Markt statt. Von 17 Uhr bis 18.15 Uhr Bach in Jazz mit dem Stefan-König-Trio und ich werde auch mitsingen. Herzlich willkommen! Meine Damen und Herren, im Mittelteil unseres Konzertes möchte ich jetzt einige Ausschnitte spielen aus dem Zyklus für Jazzorchester, den ich vor ein paar Jahren für diese wunderbare Ansammlung von Musikern geschrieben habe. Das sind Musiker, mit denen ich immer schon zusammenspielen wollte, mit denen einigen ich schon zusammengespielt habe in Duos, Trios und Quartetten. Und dann kam die Zeit, das war 1998, da habe ich mir gedacht, jetzt bringe ich die alle mal zusammen auf eine Bühne. Und da entstand dieses Leipzig-Orchester. Und aus dem, Dankeschön. Und aus dem ersten Zyklus für Jazzorchester sozusagen Back to the Roots, zu den Anfängen zurück. 3 Ausschnitte aus meinem Zyklus für Jazzorchester. Thank you.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Im letzten Teil des Konzertes zurück zu Bach in Jazz. Ich denke, Sie sind ein Publikum, dem ich die folgenden Melodien nicht ansagen muss. Sie werden sie sicher erkennen. Zwei Stücke aus Orchestersuiten. Und dann kommt ein Quartett, was normalerweise von anderen Instrumenten gespielt wird, heute von vier Saxophonen. Als Bach in Jazz.
Vielen Dank. Vor dem letzten Stück möchte ich noch einmal alle Orchestermitglieder Ihnen vorstellen, denn das sind alles Solisten im Leipzig-Orchester. Ladies first an der Tuba aus Berlin, Natascha Zickerick. Cello spielt Christoph Schenker. Und heute erst zum zweiten Mal beim Leipzig-Orchester dabei, Wolfgang Singer, Geige. Trompete und Flügelhorn, Frank Bartsch. Die Geradeaushorn, Ratsche und Stimme, Gundolf Nandico. Und die Rhythmusgruppe am roten Doppelbass, Stefan Grete Weiser. Schlagzeug spielt Wieland Götze. Die Gitarre Frank Kaiser. Und verschiedene Percussion-Instrumente bedient Wolfram Dix. Und die Reeds. Michael Breitenbach. Henning Plankel. Ja, man merkt schon, wer hier persönliche Fans hat. Ja. Michael Arnold. Und Frank F.N. Nowitzki. Unseren guten Ton hat heute gefahren die Firma Adapo und unser Tonmeister Oliver Kott. Noten und Flügel Stefan König.
Thank you.
Sekunden.